hat den bedauerlichen Ruf, nicht nur eines der am wenigsten bekannten Länder Lateinamerikas zu sein, sondern wenn es es denn mal in die internationalen Medien schafft, dann in aller Regel mit negativen Schlagzeilen. Das war am 21. und 22. Juni diesen Jahres nicht anders. Am 21. Juni hat die Liberale Partei, also der größte Koalitionspartner der Regierung Lugo, mit dem andererseits, der andererseits aber mit der Regierung auch nur durch das Ziel 2008, die Colorado-Partei abzulösen, verbunden war, weiter reichte die Gemeinsamkeit nicht, zugestimmt einem Amtsenthebungsverfahren, einem sogenannten politischen Gericht über den Präsidenten zuzustimmen. Das ist nicht der erste Versuch gewesen, sondern der 24. Aber es war in dem Moment, wo die Liberale Partei gesagt hat, ja, klar, dass es kaum noch eine Chance gibt, dass Lugo dieses Verfahren heil überstehen könnte als Präsident. Von 125 Abgeordneten in beiden Kammern des paraguayischen Parlaments verfügt er über eine eigene Minderheit von sage und schreibe 4 Stimmen. Ein politisches Gericht ist in der paraguayischen Verfassung seit 92 eine verfassungsgemäße Figur. Das kann man machen. Aus der jahrzehntelangen Diktaturerfahrung heraus galt es als eine Möglichkeit, sich von unmöglichen Präsidenten zu trennen. Was tatsächlich geschehen ist, war ein Verfahren, was jeglicher Ernsthaftigkeit spottete. Es gab 5 Anklagepunkte, die waren mehr oder minder ernst zu nehmen. Es gab keinen Beweis, sondern die klare Aussage, da diese Geschehnisse öffentlich bekannt sind, braucht es keiner Beweise. Es gab auch keinerlei Möglichkeiten, eine Verteidigung auch nur vorzubereiten. Lugo wurde also abgesetzt. Der neue Präsident Franco, ehemaliger Vizepräsident, wurde zum Präsidenten ernannt. Formal entspricht der Vorgang der paraguayischen Verfassung. Legitim oder auch nur juristisch sauber ist er deswegen nicht. Es ist und bleibt ein Staatsstreich, ein institutioneller Staatsstreich, aber ohne nichtsdestotrotz ein Staatsstreich. Und das gehört zu den bitteren Ergebnissen dieses ganzen Verfahrens. Staatsstreiche in Lateinamerika sind leider nicht Vergangenheit. Man ahnte das nach Honduras, man weiß es nach Paraguay. Hier sehen wir also Fernando Lugo, nachdem er seiner Absetzung zugestimmt hat. Am Abend des 22. Juli. Und diesen Herrn kennen Sie alle links im Bild. Entwicklungsminister Dirk Niebel von der FDP war der erste ausländische Politiker, der von Lugos illegitimem Nachfolger Federico Franco hier rechts im Bild empfangen wurde am nächsten Tag. Er hat sich auch geäußert, und zwar zumindest missverständlich. Er sagte nämlich, mein erster Eindruck ist, dass der Amtswechsel nach den Regeln der Verfassung abgelaufen ist. In der Region selber ist das aufgefasst worden von großen Zeitungen in dermaßen, dass Deutschland das erste Land eigentlich sei, dass die neue Putschregierung anerkannt hat. Und das ist natürlich fatal. Andererseits müsste man dem Herrn Niebel schon fast wieder dankbar sein, dass er sich so ungeschickt geäußert hat, denn nur durch sein Auftreten ist das Thema eigentlich einigermaßen prominent ein paar Tage lang in der deutschen Presse auch vorgekommen. Paraguay ist ja ein unterbelichtetes Land in der Medienlandschaft, 6,5 Millionen Einwohner, immer im Schatten der großen Nachbarn, historisch. Dirk Niebel hat dann auch noch gesagt, er empfehle dem neuen Präsidenten, der übrigens auch einer liberalen Partei angehört und der liberalen Internationalen, der die FDP angehört, es mit einer Politik der ausgestreckten Hand zu versuchen oder gar die Landreform fortzusetzen, die Lugo angefangen habe. Dass es auch anders geht, hat die Außenministerin oder die Außenbeauftragte der EU, Catherine Ashton, gezeigt am selben Tag, indem sie gesagt hat, dass eigentlich die Aufgabe der Europäischen Union es wäre,
auf der Seite der Bevölkerung Paraguays zu stehen. Was war Anlass und was war Ursache dieses Putschs? Anlass war ein Landkonflikt, der blutig endete am 15. Juni dieses Jahres in Curuguaty, bei dem 11 Bauern und 6 Polizisten zu Tode kamen. Die Umstände sind bis heute nicht geklärt. Die wahrscheinlichste Variante ist, dass es sich um private Milizen handelte, des Landbesitzers Blas Riquelme, ein bekannter Colorado-Politiker. Und das Land, um das es ging, ist eine der Ländereien, die im Moment in einem, oder mittlerweile nicht mehr, die in den letzten Monaten in einem Überprüfungsverfahren als nicht rechtmäßig erworbene Ländereien erklärt worden sind. Das ist in diesem Fall bereits 2004 und 2010 geschehen. Es handelte sich also um Ländereien, die ganz offiziell für die Agrarreform zur Verfügung gestellt werden hätten müssen, das nicht wurden. Dieses Massaker führte dazu, dass Lugo seinen Innenminister entlassen hat und stattdessen einen ebenfalls der Colorado-Partei nahestehenden rechten Politiker eingesetzt hat, was auf der einen Seite zu Protesten sozialer Bewegungen führte, auf der anderen Seite aber der Vorwand für die liberale Partei war zu sagen, Lugo, wenn du einen Colorado-Politiker zum Innenminister machst, hast du unser Vertrauen verloren und zeigst, dass du nicht in der Lage bist, für die Sicherheit des Landes zu sorgen. Der eigentliche Anlass waren andere Dinge. Zum einen das Veto Lugos, öffentliche Mittel für den Wahlkampf zur Verfügung zu stellen, und zwar nach Repräsentanz im Parlament. Es war aber auch die Frage, kann im kommenden Wahlkampf, die Wahlen werden im April 2013 sein, Lugo den Regierungsapparat, die öffentlichen Institutionen für den eigenen Wahlkampf nutzen? Auch das wollte man gerne verhindern. Man wollte auch sehr gerne ein paar Entscheidungen durchbringen, wie die Zulassung von genverändertem Saatgut, wie ein Aluminiumwerk. Und man wollte vor allen Dingen verhindern, dass die Überprüfung von Ländereien, die nicht rechtmäßig zwischen 1963 und 2003 vergeben worden sind, gestoppt wird. Denn dabei handelt es sich nicht um eine Kleinigkeit, dabei handelt es sich um 20% des paraguayischen Territoriums oder ein Drittel der landwirtschaftlichen Nutzfläche. All dies 9 Monate vor der Wahl zu stoppen, war der eigentliche Hintergrund dieses institutionellen Staatsstreichs. Also wir sehen hier auf diesem Bild den ehemaligen Colorado-Senator Blas Riquelme, dem dieses Land gehört und dem dieses Land zugeschanzt worden ist von Alfredo Stroessner, dem Diktator der deutschstämmiger Herkunft, der von 1954 bis 1989 Paraguay regiert hat. Jetzt machen wir einen Sprung zurück ins Jahr 2008, in den Wahlkampf 2008, in dem es so aussah, als würde der Linksruck, in Anführungszeichen, der Linksruck, der in manchen Nachbarländern ja schon begonnen hatte, Jahre vorher, in Paraguay seine Fortsetzung finden. Der Hoffnungsträger damals war der sogenannte Rote Bischof oder Bischof der Armen, Fernando Lugo. Ein Bischof, der jahrelang, jahrzehntelang eigentlich mit Kleinbauern zusammengearbeitet hat in seiner ländlichen Diözese und der auch der Befreiungstheorie nahegestanden hat. 43% der Bevölkerung Paraguays lebt auf dem Land. Das ist ein absoluter Ausnahmefall in Südamerika. Und diese Landbevölkerung hatte als größte Hoffnung eine Landreform, und das war auch das größte Wahlversprechen von Fernando Lugo, mit dem er punkten konnte. Man muss sich nochmal vor Augen halten, zu diesem Zeitpunkt war die Colorado-Partei Strössners und seiner Nachfolger 61 Jahre lang ununterbrochen an der Macht, also eine unbeschreibliche Korruption, Vetternwirtschaft, ungleiche Verteilung der Macht in dem Land, und die Kraft der Massenbewegungen oder der Bauernbewegungen, die ihrerseits wieder gespalten sind, hätte natürlich nicht gereicht, um Fernando Lugo an die Macht zu bringen. Was hat er also getan? Er hat das Bündnis gesucht mit den Liberalen, mit Teilen des Bürgertums, also wie man an diesem Foto sehr gut sehen kann, und ihm ist es gelungen, mit 40%
diese Wahlen zu gewinnen im April 2008. Wir sehen hier am Wahlabend Logo mit seinem Vizepräsidenten Federico Franco zur Rechten. Den Herrn, den wir auf dem Foto mit Dirk Niebel schon gesehen haben. Was waren 3,5 Jahre später die Ergebnisse der Regierung Lugo? Es gab keine strukturellen Veränderungen, die mitunter sehr zögerlichen Versuche für strukturelle Änderungen wurden angesichts der erdrückenden Mehrheit der Rechten im Parlament in der Regel sabotiert. Es gelang, und das ist wahrscheinlich der größte, auch bekannteste Erfolg, eine Neuverhandlung des Vertrags über Itaipu. Das ist das binationale Wasserkraftwerk, was de facto für die gesamte Stromproduktion Paraguays zuständig ist. Und Paraguay verbraucht von seinem Anteil selbst 5%. Den Rest musste es nach dem alten Vertrag zwangsläufig an Brasilien exportieren. Und das zu Preisen, die ein Drittel des üblichen Weltmarktpreises angehen. In der Neuverhandlung zunächst zwischen Lugo und dem Präsidenten Lula, später von beiden Parlamenten ratifiziert, gelang es neben anderen Sachen wie gemeinsame Leitung des Unternehmens, diesen Preis zum einen zu verdreifachen, was eine enorme Einnahmequelle für den Staatshaushalt war. Und es gelang auch, die Souveränität Paraguays in Energiefragen festzuschreiben. Darüber hinaus hat Lugo Gesetze oder Dekrete eher erlassen, die einen kostenlosen Zugang zum Gesundheitswesen für alle erreicht haben. Das ändert noch nicht viel an der Tatsache, dass der Zugang nur dann Sinn macht, wenn es etwas gibt, wo man hingehen kann, wenn man krank ist. Und das ist gerade im ländlichen Paraguay nicht notwendigerweise der Fall. Aber zumindest das Recht darauf besteht. Es gab Sozialprogramme, ähnlich wie in anderen Ländern Südamerikas, von denen ursprünglich vor Lugos Machtantritt 10.000 Leute profitiert haben. In den letzten Monaten seiner Regierung waren es 90.000 bis 100.000. Es gab Versuche, die Korruption zu verändern, ein bisschen mehr Transparenz, vor allen Dingen bei der Ausschreibung öffentlicher Stellen, herzustellen. Und diese Leute, die zu Zehntausenden an den Straßenrändern Paraguays kampieren, die Landlosen, die sind immerhin auch in den Genuss der kostenlosen Gesundheitsversorgung gekommen. Also das habe ich an mehreren Beispielen gesehen und erlebt, auch jetzt vor ein paar Monaten erst wieder. Also Lugo, trotz aller Enttäuschung, die angesichts der ausbleibenden Landreform sich eingestellt hat bei den Kleinbauern, war nach wie vor die größte Hoffnung dieser Leute. Man muss sich vorstellen, über 90.000 Familien kampieren aktuell an Straßenrändern oder in abgelegenen Landesteilen. Viel mehr noch werden abgedrängt, immer wie das auch in anderen Ländern der Fall ist, in die Elendsviertel der Städte. Und die größte Ursache ist eigentlich das Vorrücken der Sojafront. Der Sojafront in der Form, dass eigentlich seit 30 Jahren ziemlich viele brasilianische Bauern von Osten her in das Land eingedrungen sind, den Urwald zerstört haben und Soja angepflanzt haben. Und zu diesem Sojakomplex wirst du jetzt noch ein paar Worte sagen. Soja ist die Haupteinnahmequelle Paraguays, das Hauptanbau- und das Hauptexportprodukt, wobei in Paraguay Soja angebaut wird mit Hilfe von technologischen Paketen, die von den großen Konzernen kommen, in der Regel über Brasilien. Und das Soja wird geerntet und sofort weiter exportiert, 75% wiederum nach Brasilien, wo zumindest eine erste Verarbeitungsstufe zum Teil wenigstens gemacht wird. Das heißt, Soja schafft keine Arbeitsplätze. Soja führt dazu, dass zehntausende Menschen jedes Jahr von dem Land in die Stadt vertrieben werden. Es gibt das Problem, was in Paraguay ganz ernsthaft diskutiert wird, des massiven Einsatzes von Pflanzengiften, die gesprüht werden. Es gibt mehrere Todesopfer. In einem Fall gab es einen jahrelangen Gerichtsprozess, bei dem letzten Endes die Schuld des Pflanzengiftes bestätigt worden ist. Paraguay importiert Lebensmittel. Ein Land, was im Wesentlichen ein Agrarland ist, importiert Zwiebeln, importiert Tomaten, ist komplett abhängig.
Okay. Also sehr eindrucksvoll wird diese Problematik der vorrückenden Sojafront, der Verquickung zwischen den Interessen der brasilianischen Bauern, immerhin 400.000, und des internationalen Agrobusiness in dem Film gezeigt, der vor ein paar Monaten hier angelaufen ist, dessen Protagonist auch am 16. Oktober im Meringhof auftreten wird, wie ich gestern erfahren habe. Ganz schnell, bevor uns das Mikrofon entzogen wird, noch was zu den Perspektiven. Die Reaktion auf diesen institutionellen Staatsstreich war zunächst, in der Nacht vom 21. zum 22. gab es in Asunción Massenproteste, viele Menschen waren auf der Straße, waren vor dem Parlament. Am 22. selbst, unmittelbar nach der sogenannten Urteilsverkündung, hat Lugo das Urteil anerkannt. Das erklärt sich ein bisschen aus seiner Position, das erklärt sich aus der Angst heraus, dass es zu Blutvergießen kommen könnte. Es war aber für die sozialen Bewegungen ein Schlag ins Gesicht und es war eine erschreckende Demotivierung. Am nächsten Morgen hat er in einer Pressekonferenz klar gesagt, er erkennt es an, um Blutvergießen zu vermeiden, aber es handelt sich um einen nicht rechtmäßigen und nicht demokratischen Prozess. Man hat nicht Lugo abgesetzt, man hat die Demokratie in Paraguay abgesetzt, waren seine Worte. In den folgenden Tagen entwickelten sich vor allen Dingen auf lokaler Ebene verschiedene Formen des Widerstandes. Es kam zu Blockaden, zu Straßensperren, es gab vor dem öffentlichen Fernsehsender TV Publica permanente Berichterstattung, man hat den Leuten, die da waren, das Mikrofon gegeben, man hat sie ihre Meinung äußern lassen. Letztendlich muss man aber sagen, angesichts des schwerwiegenden Putsches, war der Widerstand deutlich geringer, als man erwartet oder vielleicht erhofft hat, was zum einen für die Traumatisierung, auch für die Angst in diesem Land spricht, zum anderen aber auch dafür, dass die sozialen Bewegungen relativ fragmentiert und schwach sind. Es wird im nächsten Jahr Wahlen geben, es gibt einen Zusammenschluss von 20 Parteien, Organisationen, die Mario Ferreiro, einen Fernsehjournalisten, zum Kandidaten gekürt haben. Fernando Lugo wird als sehr wahrscheinlich als sein Vizepräsident kandidieren. Um ehrlich zu sein, die Aussichten, dass man in Paraguay bei den nächsten Wahlen eine Fortsetzung dieses Projektes, was zumindest Hoffnung auf Öffnung und Änderung gegeben hat, erreichen wird, sind nicht allzu groß. Nichtsdestotrotz, ein Teil unserer Arbeit als Stiftung ist auch zunächst im November ein Gerichtsverfahren gegenüber dem paraguayischen Parlament mit zu unterstützen und die Kräfte zu unterstützen, die sich im Moment bemühen, Aufklärung der Geschehnisse zu ermöglichen und zu ermöglichen, dass es zum Zusammenschluss der linken Kräfte der sozialen Bewegungen kommt. Und jetzt noch mal ganz kurz den Bogen zurück zur internationalen Dimension. Man hat an der Karte gesehen, dass Paraguay inmitten des linksregierten oder mitte-linksregierten Südamerikas liegt, Bolivien, Uruguay, Argentinien, Brasilien, und dass natürlich dieser Putsch große Befürchtungen bei diesen progressiven Regierungen ausgelöst hat. Eine Woche später haben die Länder des Mercosur Paraguay ausgeschlossen oder suspendiert aus ihrem Bündnis, und nicht nur der Mercosur hat es gemacht, sondern auch das Staatenbündnis UNASUR, was sogar die rechtsregierten Länder wie Chile und Kolumbien und Peru mit einschließt. Große Befürchtungen gibt es in der Linken bei den sozialen Bewegungen, dass es im Chaco, also in dem Gebiet nahe bei Bolivien, zum Bau einer US-Basis kommen könnte. Bestrebungen gibt es, die paraguayischen Militärs haben schon vor ein paar Tagen 560 Millionen Dollar zusätzlich gefordert für neue Rüstungsgüter. Bolivien und Venezuela insbesondere werden von der rechten Presse attackiert, sehr stark. Und die USA haben sich ein paar Wochen später und sehr viel diskreter, aber ähnlich geäußert wie Dirk Niebel damals. Von daher sehen wir, dass es wirklich ein Tauziehen gibt, handelspolitisch, geopolitisch und sicherheitspolitisch in dieser Region zwischen den progressiven Regierungen und Ländern und der Gegenbewegung sozusagen. Es gibt den Plan, dass die Linksfraktion im Europaparlament Fernando Lugo in den nächsten Monaten einlädt, und es wäre natürlich eine tolle Möglichkeit,
dass noch einmal Paraguay überhaupt in die Presse hier kommt auch und das Logo seine Vorstellungen und seine Lage schildern kann. Und ich hoffe sehr, dass er nicht nur nach Brüssel kommt, sondern auch nach Berlin. Vielen Dank.